Hallo ihr Lieben, ja, ich freue mich riesig, alle hier in dieser Gruppe begrüßen zu dürfen. Jeden Tag kommen neue Menschen dazu mit neuen Fragen. Und dieses Video ist wirklich dieser Frage gewidmet, okay, ich möchte ein Leben kreieren, manifestieren, so wie ich es mir vorstelle. Und wir sind alle hier, weil Dr. Joe Dispenza und natürlich auch die Tre Amigos zusammen, also das heißt Dr. Joe Dispenza mit Greg Braden und Brian Lipton, das sind eigentlich die Tre Amigos, die auf wissenschaftlicher Ebene bewiesen haben, dass wir die Schöpfer unserer Realität sind und dass wir wirklich alles, aber auch alles haben können, was wir möchten. Das ist eine super coole Erkenntnis, nach der haben wir uns schon lange gesehnt. Und jetzt geht es um die Frage, wie? Dr. Joe Dispenza zeigt uns in seinen Meditationen, wie wir es anstellen können. Und das Wichtigste ist, wir müssen neben den Meditationen auch einen Weg für uns finden, dass wir das, was wir in den Meditationen kreiert haben oder in Potenzialmeditation oder auch in der Meditation, der Gehmeditation, dort geht es immer darum, wir machen Schritt 1, wir verbinden uns mit dem Feld, das heißt, wir stellen unsere fünf Sinne ab. Wir werden niemand, nichts. Wir geben jegliche Identifikation mit unserem Ich, mit unserem Ego auf. Und wir sind nur noch Bewusstsein. Und Bewusstsein ist Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit, sobald sie in dem Feld ist, dann ist sie losgelöst von dem Hier und Jetzt, von unserer Realität, die wir wahrnehmen. Und wir sind zwar immer noch im Jetzt, aber dieses Jetzt definiert sich nicht mehr über die Wahrnehmung unserer fünf Sinne. Also wir definieren uns nicht mehr, was wir im Außen sehen. Wir definieren uns nicht mehr über unsere Reflexion im Außen, sondern wir definieren uns über das Feld, über eine neue Welt, die absolut losgelöst ist von dem, was wir im täglichen Leben erleben. Und so sind wir im Feld. Und wir können gar nichts falsch machen. Es kommen immer wieder die Fragen, ja, wie bin ich denn im Feld und ich komme nicht ins Feld. Du bist immer im Feld. Nur bist du bewusst oder unbewusst im Feld? Das ist die Frage, die sich stellt. Auch wenn du gerade auf irgendetwas reagierst, was in deinem Umfeld passiert ist, du bist im Feld. Du kreierst dein Gefühl, das du in dir hast, während du dich mit irgendjemandem streitest oder während du dich abgelehnt fühlst oder während du alleine zu Hause sitzt und einsam bist. Du bist im Feld und du kreierst. Aber du kreierst unbewusst, du rekreierst immer wieder das Gleiche. Und das, was zu erreichen ist in den Meditationen, dass du aus diesem Hier und Jetzt herausgehst, damit du eben aufhörst, immer wieder das Gleiche zu rekreieren, sondern dass du einfach neu anfängst, dass du frisch anfängst. In dem Moment, wo du die Meditation beginnst, verlässt du deine Realität. Du verlässt sozusagen deine vergangene Kreation und du nimmst dir Zeit, gehst ins Feld mit dem Wissen und mit dem Bewusstsein, dass du der Schöpfer deiner Realität bist. Und in diesem Bewusstsein lässt du alles, was bis jetzt war, hinter dir. Und das ist das, was du tust in der Meditation. Und du wirst neu, du wirst frisch, du bist unvoreingenommen. Und du hast absolut einen Nullpunkt erreicht. Und diesen Nullpunkt, den spürst du auch.
Weil wenn du aufhörst, dir Sorgen zu machen, wenn du aufhörst, dir Gedanken zu machen, wenn du aufhörst, über Dinge nachzudenken, dann hast du diesen Nullpunkt, dann bist du im Nichts, dann bist du nirgends, dann bist du auch niemand und dann hast du dein Ego verlassen. Aber die Ansicht, oh mein Gott, ich komme nicht ins Feld. Du bist im Feld, aber du bist im Feld, du bist unbewusst im Feld und das möchtest du ja nicht mehr. Deswegen gehst du ja auch in die Meditation, deswegen beruhigst du ja auch deinen Geist, weil du jetzt verstanden hast, wie die Schöpfung funktioniert. Du hast verstanden, dass aus deinem inneren Gefühl, dass du kreierst in dir, dass du produzierst in dir, in deinem Herzen, dass durch diese Gefühle die Realität entsteht. Und welche Realität genau entsteht, das hast du nicht im Griff. Aber du weißt eins, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dich ängstlich fühlst, wenn du dir permanent Sorgen machst, dann wird deine Realität dir zeigen, ah, du fühlst dich schlecht, du machst dir Sorgen. Ich bringe dir Ereignisse, Situationen, die dir noch mehr Grund zur Sorge geben. Verstehst du? Du bist es selber, der das tut. Es sind nicht erst die Sorgen da und dann machst du dir quasi Gedanken darüber. Nein, du hast zuerst besorgte Gedanken. Du hast zuerst Ängste und dann zeigt dir das Leben, dass du noch mehr Ängste haben musst. Und um genau aus solchem Teufelskreis auszutreten, musst du eben aufhören damit. Einfach nur mal aufhören. Und dazu sagst du dir einfach, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt in die Meditation, ich mache mir jetzt für diese Zeit keine Sorgen, ich mache mir keine Gedanken, diese Zeit ist für einen Moment, der vielleicht eine halbe Stunde, eine ganze Stunde dauert, ist für mich jetzt mal alles gut. Und das musst du eben machen, bevor du anfängst zu der Meditation. Du musst die Entscheidung treffen und musst sagen, jetzt habe ich diese Zeit mir herausgenommen und das ist meine Zeit, die nehme ich für mich, um meine neue Realität zu kreieren, um meine neuen Gefühle zu kreieren, die dann neue Situationen, neue Ereignisse in meinem Leben kreieren. Also du kannst dir die Meditation sowas von vermiesen, wenn du mit einem schlechten Gefühl, wenn du eben dieses Gefühl in die Meditation trägst, wenn du nicht vorher diese klare, bereinigende Entscheidung sagen kannst und sagen, okay, jetzt ist mal alles gut, so wie es ist. Alles darf jetzt einmal so sein, wie es ist. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich lasse alles los. Ich lasse alle Kontrolle los. Ich lasse die Vergangenheit los und ich lebe jetzt hier in diesem goldenen Moment. Dann gehst du in die Meditation. Es ist so wichtig, weil sonst kämpfst du die ganze Zeit und eben, du hast das Gefühl, du bist nicht im Feld, obwohl du ja immer im Feld bist. Und du kämpfst die ganze Zeit mit deinen Gedanken loszulassen. Triff diese Entscheidung, dass du jetzt und hier lebst, ohne zu denken. Und dass du bereit bist, in dieses Feld hineinzugehen, in dem du nichts bedeutest, in dem nur deine Imagination, deine Vorstellungskraft herrscht. Und zwar dessen, was du dir aussuchst, freiwillig. Und dazu musst du alles andere zurücklassen. Vor der Meditation. Und klar ist es einfacher, wenn du das in einem Retreat machst oder wenn du eine Woche weggehst. Logisch. Aber du musst es, wenn du etwas erreichen willst in deinem Leben, wenn du eine Richtungsänderung erreichen willst in deinem Leben, dann ist es so, so wichtig, dass du diese Disziplin, diesen neuen Lebensstil, deine neue Einstellung, dein neues Wissen, dein neues Verständnis, das dir einfach sagt, ich muss ein neuer Mensch werden mit neuen Gewohnheiten,
um eine neue Zukunft leben zu können. Das musst du dir klar machen. Jeden Tag von neuem musst du dir klar machen, was du denkst und was du fühlst. Und zumindest dann, wenn du dich dazu entschieden hast, diese Meditationen zu machen und mit Meditationen zu arbeiten, dann musst du das tun. Und du musst dir, bevor du anfängst, die Meditation zu machen, warum mache ich die Meditation? Die Intention setzen, was will ich denn erreichen? Und die Intention ist nicht kompliziert. Die muss nicht sein, ich will 3000 Euro kreieren. Die muss auch nicht sein, ich möchte meine so und so Krankheit heilen, etc. Einfach eine einfache Intention. Die Intention, ins Herz zu gehen und deine Herzfrequenz zu erhöhen, damit die richtigen neuronalen Netzwerke verbunden werden und nicht die Angst und die Zweifel und das Versagen und das, die Existenzangst und die Angst vor Liebesentzug und die Angst davor, nicht gut genug zu sein. Diese neuronalen Netzwerke wollen wir ja nicht mehr füttern und deswegen gehen wir in die Meditation. Und dann als nächstes Ergebnis von diesen neuen Vernetzungen in deinem System, in dir selber auf Basis von höheren Gefühlen wie Wertschätzung, Dankbarkeit, Fürsorge, Mitgefühl, für was auch immer, es ist egal, es geht darum, dass du hier kultivierst, kreierst, dass das dein Seinszustand ist, dass das dein Gefühlszustand ist, der dann neue Perspektiven erlaubt, der dir erlaubt, den Menschen, den du dein Leben lang gehasst hast, mit Mitgefühl und Fürsorge zu betrachten. Aber zuerst musst du dieses Gefühl kennenlernen, zuerst musst du dieses Gefühl kultivieren, damit es dir andere Perspektiven erlaubt. Und wenn es dir andere Perspektiven erlaubt, erlaubt es dir noch mehr aus diesen anderen Perspektiven, diese neuen und höheren Gefühle zu kultivieren. Mach es dir nicht so schwer. Mach es unabhängig, mach es bedingungslos, denn du weißt, es geht darum, diesen Kraftstoff, diesen Treibstoff in dir zu kreieren, dass die guten Dinge wie magnetisch zu dir kommen. Und diese guten Dinge können sich in Geld, in Geschäftserfolg, in einfach körperlichem Wohlbefinden, in allen möglichen Sachen ausdrücken. Aber auch wie Dr. Joe Dispenza immer sagt, eine absolute Begeisterung für das Leben sollst du haben. Und wenn du mit dieser Begeisterung für das Leben, unabhängig von irgendwelchen Bedingungen, die du dir gesetzt hast oder auch in Zukunft nicht mehr setzen solltest, diese Begeisterung lebst, dann tritt alles ein, was du dir wünschst. Dann musst du nur noch dran denken, weil du bist magnetisch aufgeladen. Du bist ein Magnet für alles, was es gibt im Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Du bist ein Magnet für alles, was du wertschätzt. Du bist ein Magnet für alles, wofür du dankbar bist. Du bist ein Magnet für schöne Beziehungen. Du bist einfach ein Magnet. Und diesen Magnet musst du aufladen. Und die Grundladung dieses Magnetes ist nun mal die Ladung des Herzens. Und das Herz, da musst du anfangen. Und nicht bei irgendwelchen speziellen Bedingungen, die du dir setzt, sondern du musst erst die Atmosphäre herstellen. Du musst es reinigen, du musst dich reinigen, du musst deine Ausstrahlung reinigen und du musst deine innere Kommunikation reinigen. Und das ist eigentlich das Wichtige, wenn du die Arbeit und auch die geführten Meditationen von Dr. Joe Dispenza machst. Du musst verstehen, was du tust. Du musst verstehen, warum du es tust. Und dann wirst du auch kennenlernen können, was dich davon abhält, das zu tun. Welche Gedanken, welche Einstellungen, welcher Lebensstil, welche Vorstellungen des Lebens, das habe ich in einem anderen Video erklärt, du musst wissen, wie das Leben funktioniert. Und dann weißt du, dass du dir keine Sorgen mehr erlauben darfst.
dass du keine Zeit hast, deine Energie in Sorgen zu verschwenden, weil die Sorgen die Lösungen nicht auf dieser Ebene hervorbringen. Sorgen bringen Sorgen hervor. Angst bringt Angst hervor. Du musst diesen Zyklus durchbrechen. Und am leichtesten kannst du ihn durchbrechen, wenn du verstehst, wie das Leben funktioniert, wenn du verstehst, wie Kreation funktioniert. Und Dr. Joe Dispenza und die anderen zwei Amigos, die haben es wissenschaftlich belegt. Es gibt keinen Zweifel mehr dran, nach welchen Regeln unser Leben funktioniert. Und jetzt müssen wir uns, unseren Mechanismus so umprogrammieren, dass wir uns die Regeln der Kreation und der Schöpfung für uns zugutekommen lassen und aufhören, diese unbewussten Kreationen aus Angst und aus alten Mustern her immer wieder hervorzurufen. Und dazu braucht es einen klaren Richtungswechsel, eine klare Entscheidung, dass du jetzt dein Leben nach neuen Regeln lebst, dass du Dinge über Bord wirfst, an die du immer geglaubt hast. So etwas wie zum Beispiel: Oh mein Gott, ich muss mich schützen gegen alles. Was sind die Gefahren, die hier lauern und dein Screening auf Gefahren hast? Du weißt, wenn du Gefahren suchst, findest du Gefahren und mehr und mehr und mehr Gefahren. Das ist so. Wir sind nicht so programmiert, aber das ist die Wahrheit. Das ist die einzige Wahrheit. Und unser Leben, unsere Gesellschaft ist so programmierend. Aber wir können es uns nicht erlauben, die ganze Zeit mit dem Schlimmsten zu rechnen. Davon auszugehen, dass wir sämtliche Krankheiten aufschnappen. Und sei es nur eine Grippe, weil sie irgendwie in der Arbeit kursiert. Warum willst du nicht diejenige sein, die als Einzige oder derjenige, der als Einzige die Grippe nicht kriegt? Warum willst du nicht derjenige sein, der als Einziger in einer wirtschaftlichen Situation, die so aussichtslos ist? Warum willst du nicht der Einzige oder die Einzige sein, deren Business einfach floriert und blüht? Und es ist so einfach, wenn du eben nicht dich reflektierst aus dem Umfeld, aus dem, was du siehst und was alle sagen und was alle behaupten und was du alles glaubst. Wenn du einfach sagst, ich glaube das, was mir zugute kommt, dann musst du auch glauben, dass alles möglich ist. Dann musst du auch glauben, dass es keine Limite gibt. Dann musst du an dieses unbegrenzte Feld der unendlichen Möglichkeiten glauben. Und dann darfst du auch nicht daran glauben, dass du die Dinge wissen und verstehen musst, wie die Kreation stattfindet. Du musst nur wissen, dass es stattfindet. Wenn du an dir arbeitest und du bei dir bist und du bei Bewusstsein bist und dir immer wieder bewusst bist, was du tust mit den Gefühlen, die du im Moment fühlst. Wenn du bewusst bist, was du kreierst mit diesen Gefühlen. Und diese Gefühle, die du in dir hast, die sind so ein wunderbares Frühwarnsystem. Fühlst du dich schlecht? Schau, was du gedacht hast. Schau, womit du dich beschäftigt hast. Schau, was du für Glaubensmuster dahinter hast. Schau dein Weltbild an. Das ist wahnsinnig schwierig. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Du kannst deine Rechnungen nicht bezahlen, aber es nützt dir nichts, wenn du in Angst und Starre gehst, sondern es nützt dir was, wenn du in Meditation gehst, wenn du in dieses Gefühl, und das Gefühl ist die Kreation, das Gefühl ist der erste Schritt der Kreation. Du weißt schon alleine, wenn du es fühlen kannst, kannst du es haben. So einfach ist es. Wenn du es fühlen kannst, kannst du es haben. Wenn du es nicht fühlen kannst, dann hast du beschränkende Gedanken, dann hast du unterbewusst Dinge, von denen du vielleicht gar nicht weißt, Blockaden, die es nicht zulassen, dass du das fühlst. Und diese Dinge darfst du ausmerzen, diese Dinge darfst du angehen, diese Dinge darfst du ans Licht bringen. Und das ist der Weg, den du gehen darfst, jeden Tag. Und dieser Tag hat seine Routinen für dich, die musst du dir aneignen. Du musst dir deine Zeiten schaffen, um Emotionen zu kreieren und zu kultivieren. Du musst
dabei bleiben. Du musst diese neuen neuronalen Netzwerke aufbauen lassen und du musst dafür sorgen, dass du nicht in die Meditation gehst, machst deine 3 Schritte vorwärts, es ist fertig in der Meditation und du gehst 4 Schritte wieder zurück, weil du in deinem Leben bist und weil du es nicht schaffst, dich neu zu programmieren. Wie die Meditation genauso wichtig, und das sage nicht nur ich, das sagt auch Dr. Joe Dispenza, wenn du nicht weißt, wie das Leben funktioniert und dir das nicht wirklich zu eigen machen kannst, wenn das nicht wirklich deine neue eigene Lebensphilosophie und dein neuer eigener Lebensstil wird, dann wirst du mit den Meditationen nicht wirklich schnell vorankommen können. In deinem alten Lebensstil bleibst du in deinem alten Sein. Du musst die Türe öffnen, du musst wirklich komplett hindurchgehen. Und wenn du sagst, ja, ich mache jetzt halt mal die Meditationen, aber ich lasse alles beim Alten, dann fühlst du dich vielleicht gut in den Meditationen, aber du siehst keine großen Veränderungen in deinem Außen oder auch in deinem Körper. Du musst komplett bereit sein, diesen neuen Weg, dieses neue Weltbild, diesen neuen Lifestyle anzunehmen. Und es braucht nicht viel. Es braucht wirklich nur eine Entscheidung und eine Konsequenz, diesen Weg zu gehen, Schritt für Schritt. Und wenn du ihn zurückgegangen bist oder wenn du ihn verirrt hast, dann gehst du wieder auf den Weg. Das macht nichts. Aber du musst dabei bleiben und jedes Zweifeln musst du eliminieren, indem du dich wieder damit beschäftigst. Sagst, wie geht es? Was kreiert? Wie kreieren meine Emotionen? Was sind die Auswirkungen? Worauf kommt es an? Was ist das Benzin? Was ist der Treibstoff der Kreation? Wie kann ich mich verändern, dass ich den richtigen Treibstoff einsetze? Wie kann ich mein Denken, mein Handeln ändern? Es ist die einzige Möglichkeit, dass du all in, 100% Vollgas reingehst, dich für dich committest, tägliche Routinen machst, tägliche Dinge liest, tägliche Dinge hörst, zum Beispiel auch meine Videos, dich immer wieder erinnerst, weil dein System vergisst. Es vergisst und vergisst und vergisst. Du musst es immer wieder erinnern, bis es wirklich in dir drin ist, bis diese neue Lebensweise, bis diese neue Denkweise, diese neuen Verhaltensweisen Teil deiner selbst geworden sind. Deine Persönlichkeit, das reflektiert. Dein Name bleibt der gleiche. Aber ich schwöre dir es, sogar dein Aussehen verändert sich, dein Gesichtsausdruck, all das verändert sich mit dieser neuen Persönlichkeit. Aber zum Guten, zum Besseren, zum Besten, weil du wirst einfach ein anderer Mensch und du bist ein Mensch, der wertschätzt, du bist ein Mensch, der Dankbarkeit für das Leben hat, für sich selber und für seine Umwelt, für sein Umfeld, für seine Mitmenschen. Wie viele von euch verstecken sich vor Menschen und haben Angst vor Menschen, haben Angst davor, verletzt zu werden, haben Angst davor, enttäuscht zu werden. All diese Sachen, die gibt es nicht mehr, wenn du weißt, dass du diese Schöpferkraft bist, mit der ursprünglichen, ehrlichen, tiefen, positiven, bedingungslosen Liebesenergie, die sich einfach in Wertschöpfung, Dankbarkeit, Fürsorge, Mitgefühl, Freude, Begeisterung zeigt. Wenn du das weißt und dich auf den Weg machst, das immer mehr und mehr zu verkörpern, dann hat die Realität keine andere Wahl, als dem nachzukommen und dir zu zeigen, oh, du fühlst dich geliebt. Hier siehst du, wie sehr du geliebt wirst. Du fühlst dich sicher. Schau mal, hier finanzielle Sicherheit, hier Beziehungssicherheit, hier Sicherheit in deiner häuslichen Umgebung, neues sicheres Auto, was auch immer dazugehört, es wird kommen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als dass es kommt. Du musst mir jetzt hier glauben.
Du musst ein Commitment machen. Mach einen Vertrag mit dir. Sag, ich gehe in mein neues Leben. Ich kreiere meine neue Persönlichkeit. Kreiere deine neue Persönlichkeit auf dem Papier. Erinnere dich immer wieder emotional und gedanklich daran. Hab deine Rituale, deine Post-its, deinen Mind-Movie, dein Journal, dein Tagebuch. Arbeite an dir, reflektiere dich. Du kannst alles selber machen. Ich habe es auch selber gemacht. Ich weiß, dass es geht. Aber es ist nicht einfach, weil du immer wieder Umwege gehst. Du gehst immer Umwege, du zweifelst wieder, ist es denn richtig? Du nimmst dir nicht genügend Zeit, du wirst gefangen in deinem Alltäglichen, du wirst gefangen in deiner Routine. Um da auszusteigen, und zwar auf Dauer auszusteigen, ist ein Retreat wunderbar. Aber auch das muss nicht unbedingt sein. Du kannst auch mit dir selber arbeiten oder du kannst mit mir arbeiten. Du kannst auch mit jemand anderen arbeiten, aber du musst einfach dafür sorgen, dass die Dinge umprogrammiert werden, gelöscht werden, die dich davon abhalten, zu glauben, dass es nicht geht, zu glauben, dass du nicht schöpfen kannst, nicht der Schöpfer bist, zu glauben, dass alle anderen es können, aber auch du nicht, dass du in Ängste verfällst, dass du in Zweifel verfällst und dass du vor allem immer daran zweifelst, ob du die Dinge richtig machst oder nicht. Dazu ist es hilfreich. Und wie gesagt, die ganze Woche biete ich noch 300 Euro für alle Gruppenmitglieder Bonusrabatt an meinen auf mein 2-Monats-Programm, wo ich dir helfe und dich Schritt für Schritt begleite. Jeden Tag sind wir zusammen in Kontakt. Jeden Tag schauen wir dafür, dass deine Persönlichkeit Schritt für Schritt zu der Persönlichkeit wird, die das Leben lebt, das du dir wünschst, die das Leben anzieht, das du möchtest. Und wirklich, das ist absolut möglich und du wirst nicht mehr so gebeutelt und dein Außen hat gar keinen Einfluss mehr auf dich, weil du weißt, dass du in deinem Inneren lebst und kreierst und dass dein Außen dich nicht beeinflusst, weil es sind Kreationen deiner Vergangenheit. Also, ich habe im Moment noch 3 Coachingplätze. Meldet euch bei mir, wenn ihr euch dafür interessiert. Wir haben auf jeden Fall ein unverbindliches, gratis, kostenloses Gespräch, das wir vereinbaren können, wo wir darüber reden, wie das Programm vor sich geht, über deine Situation und auch darüber sprechen, ob ich auch der richtige Match, der richtige Partner bin, dich zu begleiten auf deinem Weg. Und ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und wenn nicht, bleib dran. Alleine trotzdem oder mit Freunden. Bleib dran, lass dich nicht abbringen und verliere auf gar keinen Fall deinen Glauben, auch wenn viele andere Menschen noch anders ticken. Du glaubst nur dir selber. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Patricia. Ciao, ciao.